Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Icarus. Ich bin Flex, wie immer sehr schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, ihr Lieben, weiter geht's auf unserem Jagdauftrag. Wie angekündigt, habe ich offscreen auch schon einiges vorbereitet. War auch gut so, denn das Durchbrutzeln von so einer Riesenmenge Fleisch hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Und das, obwohl ich sogar noch mehr Feuerstellen aufgestellt habe. Ja, 55 Fleisch fehlen jetzt noch. Die werden wir in dieser Folge zusammen erjagen. Ich hoffe jetzt auch gleich in einer erfolgreichen großen Jagdrunde, dass wir das alles auf einmal mitbringen können. Dann direkt komplett durchbrutzen, verteilen wir auf unsere ganzen Feuerstellen. Dann machen wir unsere Landekapsel voll. Damit ist der Auftrag ja dann geschafft. Und ich hoffe, wir schaffen es auch noch heil und wohlbehalten zurück zu unserer eigenen Landekapsel. Hoch nach oben auf die Station. Dann streichen wir die Belohnung ein. Mal gucken, was wir uns dafür kaufen. Vielleicht kaufen wir uns auch noch gar nichts, weil ich nicht so genau weiß, was wir als nächstes unbedingt dringend brauchen können. Ausrüstung habe ich jetzt nicht so das Gefühl, weil wir mit unseren Sachen, die wir so bauen können, schon recht gut unterwegs sind. Und da kommen wir ja auch ziemlich schnell ran. Wenn dann am ehesten doch vielleicht einen besseren Anzug oder so. Wir gucken mal. Vielleicht verteilen wir es auch ein bisschen auf und machen ein bisschen was für Ausrüstung und ein bisschen einen Anzug oder so, wenn wir uns das leisten können. Wir gucken mal. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Und danach geht es dann runter in die nächste Mission. Eisbiom. Wobei ich glaube auch da, dass man nicht im Eisbiom startet, aber im Laufe der Mission auf jeden Fall ins Eisbiom muss. Und da soll es dann als nächstes hingehen. Jetzt müssen wir erstmal unser Fleisch zusammenbekommen. Hier oben ist auch wirklich nicht so viel unterwegs wie bei uns an unserer ersten Basis. So, mal gucken. Hier vorne kommt gleich noch ein großer See. Da hat man eher Chancen. Weil insgesamt ist hier in der ganzen Ecke viel weniger unterwegs als an unserer ersten Basis. Da haben wir viel, viel schneller Fleisch zusammenbekommen. Und hier oben ist mir auch noch kein einziger Bär begegnet. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Weil eigentlich würde ich sagen, wenn wir ihn auf einigermaßen Entfernung sehen, wäre das schon nicht schlecht, weil die bringen halt das meiste Fell. Und das meiste Fleisch auch. Und irgendwie ist jetzt aber gerade gar nichts unterwegs, wollte ich sagen. Da höre ich noch einen Wolf und eine Gämse irgendwo auch. Vor allem sind hier auch fast nur kleinere Tiere unterwegs. Also wirklich Wölfe, Gämsen, Hasen, wenig Hirsch und anderes. Also die Knochen lassen wir liegen, weil unser Messer ist schon ziemlich abgenutzt, der Bogen auch. Aber ich denke, das restliche Fleisch kriegen wir jetzt noch zusammen. Und wenn nicht, müssen wir uns einfach nochmal einen normalen Bogen herstellen. Der geht ja dann auch. Solange da nicht genau plötzlich wieder ein Bär auftaucht. Spät haben wir es, um 12:30 Uhr. 12:30 Uhr haben wir noch genug Tageslicht hier oben. Ich will die 55 jetzt schon zusammenbekommen in dieser Folge. Das Fleisch und auch schaffen durchzubraten und eigentlich auch auf jeden Fall schaffen nach oben Belohnung abholen und auch schon den Start so ein bisschen für die nächste Folge vorbereiten. Aber falls es jetzt länger dauert, dann ne, was wir in einer Folge schaffen, schaffen wir und den Rest machen wir in der nächsten. Es läuft uns ja nichts weg. Und wie auch in allen anderen Spielen, auch wenn man hier einen Timer hat, trotzdem hetzt uns ja keiner. Bis jetzt würde ich sagen, war es immer so, dass die Zeit da oben recht fair bemessen war, dieser Echtzeit-Timer. So. Entweder was sehe ich heute alles oder hier läuft wirklich nichts rum. Habe ich eigentlich unseren, ja, wo habe ich eigentlich unseren Spot markiert? Riesen-Maisfeld. Noch ein paar Berries. Können wir hier auf dem Weg gleich mal ein bisschen futtern, ruhig. Ist ruhig alles. So, sechs Fleisch bis jetzt nur. Von 55. Und es wäre auch besser, wenn wir eigentlich gleich ein bisschen mehr zusammenbekommen. Nur für den Fall, dass doch noch was verdirbt. Da flitzt irgendwas. Da kommt irgendwas. Großes Reh. Sehr schön. Das bringt zumindest auch noch mal sechs Fleisch, glaube ich, gleich. Zeig her. Wir haben noch ein paar Punkte. Vielleicht können wir auch noch was verteilen sogar. Haben wir nicht noch im Solobaum die eine Sache mit dem Jagen? Ertrag durch Häuten, Vertrag durch. Okay, aber nichts von Fleisch steht da. Fell und Leder. Dann lassen wir es erstmal. Mist, da ist unsere Gämse. Weggeflitzt. Wie gesagt, hier oben sind echt wenig Tiere. Und da hinten rennt noch einer. Da. Noch eine Gämse im Busch, hinten rannt aber auch noch ein Hirsch irgendwo.
an den Felsen. Mal gucken, dass wir die wiederfinden. Hier, die ist genau hier umgekippt, würde ich sagen. Okay, ist sie nicht. Dann ein weiter. Wo ist die? Die muss hier liegen. Wo bist du hin? Nee, das ist ein Stein. Wir haben die von hier gerade durch... Da liegt sie doch. Schwere Winde? Ja, ich glaube, da... Ja, je nachdem, wie lange die anhalten. Das könnte schwierig werden, dass wir jetzt hier weiter rumlaufen. Dann die ganze Zeit. Mal gucken. Ein bisschen leiser muss ich auch gleich wieder machen, wahrscheinlich dann. So, da oben. Noch ein Reh. Hier ist jetzt fast ein bisschen nach Bär aus. Oh, oh Gott, da ist noch ein kleines dabei. Tut mir leid, Bambi. Du musst dann auch mitkommen. So, zack. Knochen lassen wir, wie gesagt, liegen. Das Messer geht sonst kaputt. Und wir brauchen auch keine mehr. Ich habe auch die ganze Zeit immer überall schon welche liegen lassen, noch offscreen. In der Hoffnung, dass es vielleicht auch reicht, um noch ein paar Wölfe anzulocken oder so. Aber nur von den Knochen hat es nicht funktioniert. Muss wahrscheinlich doch ein bisschen Fleisch noch dran sein am Kadaver. Da unten ist noch ein Wolf im Tal. Den holen wir erstmal. So, gut, wieder die Wettereffekte hier, dass wir wieder den nächsten Baum mit uns und den nächsten Baum, dass wir nicht erschlagen werden hier gleich. So, Wolfi, wo bist du? Da. Au, 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 au. Das war super knapp. Der ist genau hinter uns runtergekracht. Ich glaube, wir bleiben erstmal irgendwie auf einer freien Fläche stehen am besten, wo keine Bäume sind. Jetzt sind wir nochmal ein bisschen leiser. Jetzt fange ich immer das Schreien an, obwohl ich es manchmal gar nicht muss. Ist mir aufgefallen. Es kommt trotzdem noch ganz verständlich rüber beim Mikrofon-Sound. Aber weil es einfach auch so extrem laut ist auf dem Headset, jetzt bei mir gerade, wenn der Wind so rauscht. Oh, das sieht noch nach einem deutlich schwereren Unwetter aus, was da noch aufzieht. Vielleicht müssen wir uns doch gleich mal kurz wieder eine kleine Hobbit-Höhle machen. Einen kleinen Hobbit-Stein-Iglu, den wir übrigens auch nochmal bauen müssen. Oh. Ah, nein, du bist zu schnell vorbei. Dann lauf. Wir holen uns nochmal nebenbei ein bisschen Oxid gleich. Weil unsere Flasche ist auch schon leer jetzt über die Zeit, die ich jetzt auch schon offscreen gejagt habe. Aber es geht ja auch erstmal so hier. Vor allem geht es mit der Stahlspitzhacke so schön schnell. Dann füll gleich mal. Ups, nee, so nicht. Inventar, füll gleich mal auf. Naja, fast 40 von 55. Es geht. Noch ein, zwei Hirsche. Wären vielleicht ganz gut hier. Oder unten baggert irgendwas. Oh, das wird noch viel schlimmer. Wir müssen uns auf jeden Fall kurz einen Unterstand suchen gleich. Dann können wir nicht die ganze Zeit draußen bleiben jetzt. Wir können aber auch die Gelegenheit schon mal nutzen, noch ein bisschen zu erkunden. Das finde ich auch so super. Wir können da schon mal ein bisschen uns die Karte einprägen. Versuche ich im Grunde auch schon die ganze Zeit. Immer so ein bisschen, weil wenn, ne, ist halt, wie gesagt, gut ist halt, dass es handgebaut ist. Deswegen kann man die Ecken dann wiederfinden, auch die Höhlen und so weiter. Sollte schon mal ein bisschen gucken, wo wir an interessanten Spots vorbeikommen. Oh, 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 oh. Ach so, der Wind oder war das ein Bär? Also mitten im Sturm überrascht werden wäre jetzt echt schlecht. So, wir müssen uns jetzt irgendwo einbuddeln hier. Die Steine sind alle ein bisschen zu klein. Da, der ist super. Den nehmen wir. Da buddeln wir uns kurz rein. Müssen wir einen Moment abwarten. Jetzt hier. Uff, Ausdauer ist auch schon runter. So, schnell einmal kurz einbuddeln, bevor der schlimmste Teil vom Sturm kommt.
sind schon ab drin im Shelter. Ich finde das so cool. Wir müssen unbedingt mal einen ganz großen Felsbrocken finden. Die gibt es ja wirklich, es gibt wirklich riesige. Haben wir schon nur vorbeilaufen gesehen. Die könnte man richtig innen aushöhlen so. Und dann sich da vielleicht sogar ein paar Sachen reinstellen, wie ein Lagerfeuer oder den Schlafsack und keine Ahnung. Bisschen einrichten seine Steinhöhle. So, jetzt kommt der schlimmste Teil. Aber wir sind sicher. Wir müssen mal gucken. Haben wir ein paar Berries gepflückt? Ja, Wassermelone. Wasserschlauch ist auch leer. Gut, wir haben hier oben ja noch einen See. Wir machen uns auch mal auf den Weg zurück langsam in die Richtung. Sollen wir mal um den See rumgehen hier. Können wir erstmal Wasser holen und außerdem haben wir da gute Chancen, dass Tiere unterwegs sind, einfach am Wasser. So, gucken wir trotzdem noch mal rein. Was können wir da auch mal verteilen hier? Dann gehen wir doch vielleicht noch mal weiter auf Kampf. Hinten finde ich übrigens auch interessant, der Umgang mit Pistolen und so schon. Günstiges Gewehr. Auch interessant. Aber ich glaube, wir bleiben erstmal beim Bogen. Und hier brauchen wir gar nichts verteilen. Und Technikbaum gucken wir mal. Es waren auch noch ein paar Punkte für ein paar Sachen verteilen von Stufe 2. Weil ihr habt geschrieben in die Kommentare, dass man hier eigentlich so viele Punkte bekommt, dass man so gut wie alles, wenn nicht sogar alles, lernen kann. Da würde ich nämlich zum Beispiel wirklich noch die vorherige Kochstelle lernen. Dass wir eine haben, die wir uns einfacher bauen können. Und weil ihr auch geschrieben habt, einige Rezepte bauen aufeinander auf. Auch hier zum Beispiel mit dem Kanonenofen. Den müssen wir auch lernen. Dann lernen wir den auch mal. Und auf jeden Fall mal das Mehl jetzt hier, was wir letztes Mal nicht gelernt haben. Was wir uns auch mal ein Brot machen können. Und den Rest behalten wir. Erstmal im Moment, die Fellrüstung wird auf jeden Fall noch voll. Weil wir auch in der nächsten Folge eh noch ein paar Level machen, mit Sicherheit, bevor wir überhaupt losziehen ins Eisbiom. Weil allein fürs Aufbauen der Basis und erstmal wieder ankommen, werden wir schon genug Punkte machen. So, zurück Richtung See. Vielleicht nicht so schnell rennen, dass wir nicht gleich alles aufschrecken, was hier unterwegs ist. Ach, schon was aufgeschreckt, was hier unterwegs ist. So schnell geht's. Da. Super. Die nächsten 6 Fleisch. Noch einer? Nee. So, komm her. Dann sind wir schon bei über 40 jetzt. Dann haben wir schon 43 Fleisch jetzt. An dem bisschen was. Ein Stück ist schon vergammelt. 42. Ah! Da höre ich Hirsch. Brauche ich auf jeden Fall ein paar größere Tiere hier. Das Durchbrüsten dauert ja auch noch einen Moment. Derzeit kann uns auch noch was verderben dann wieder. Wir hatten auf jeden Fall gehört hier oben. Schon wieder Durst. Wir kommen gleich ins Wasser. Oder immer noch Durst. Das macht das macht doch einfach Spaß, hier unterwegs zu sein. War ganz entspannt auf der Jagd. So halbwegs entspannt, weil hier oben, wie gesagt, hier oben habe ich wirklich noch keinen einzigen Bären gesehen oder gehört. Was habe ich gerade eben im Sturm, könnte einer gewesen sein. So, hier rüber ein bisschen zum Wassermeer. Haben wir denn jetzt? Wie viel haben wir denn jetzt? 48? Sieht doch gut aus. 2 Hirsche und Wolf noch oder so. Dann haben wir auch ein bisschen Puffer noch, dass uns ein bisschen was verderben kann. Da hinten ist doch schon, was wir wollen. Doppelt sogar gleich. Lass mal die Gämse da vorne holen. Dann gucken wir uns mal den Hirsch da hinten auch noch erfischen. Oh. Ach, Hase ist zu klein. Komm, Hase, lauf. Leise, aber tödlich. Führe 250
Verstohlenheitskills aus. So, so. So sind wir. Noch eine Gemse. Tut mir leid, Gemse. Auf dich müssen wir holen. Wo ist jetzt der Hirschchen, der hier noch war? Oder war es die Gemse doch auch? Egal, nehmen wir. Wie viel Fleisch bringt ihr eigentlich? Drei nur, ne? Auch sechs. Oh, wie gut. Füllt euch mal Wasser auf. Da, noch eine. Müsste reichen, wenn wir es jetzt alle wiederfinden hier. Sechs Fleisch tatsächlich auch. Aber die andere weiter hinten, da bist du aber da vorne. Ich gedacht eigentlich genau hier, wo die lag auch. Wie viel haben wir jetzt? 60. Wenn wir die jetzt noch finden, wäre super. Wo haben wir... Okay, die finden wir nicht. Ist egal. Lieber weiter. Noch einen Kürbis mitgenommen. Auf dem Weg finden wir wahrscheinlich noch irgendwas. Yep. Perfekt. Alles klar, Leute. Fleisch ist geschafft. Wir rennen zurück zu unserem Barbecue-Bungalow und schmeißen die Grillplätze an. So, konsumier mal das weg. Zerstör mal das ganze überflüssige Leder. So, Fleisch, 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 Fleisch. Ja, mitnehmen, genau, damit auch Platz hier ist. 65. Zwei sind verdorben. Quatsch. Zerstören. Zerstör das ruhig auch. Wir haben zu viel von allem. So. Ist was hiervon, ist was davon, ist was davon. Alles klar, Leute. Ab zurück. Grill anschmeißen. Spät haben wir 16 Uhr. Passt. Genau noch zur Dämmerung fertig geworden. Hier oben war das, wo wir den Scan gemacht haben, ne? Hier oben an der Ecke. Wo wir in der ersten Mission hier, wo die Bären dann kamen. Wir haben genau auf diesem Stein gestanden und die Bären bekämpft. Das war genau unser Bärenbekämpfungsstein hier. Deswegen ist es schon cool, dass man die Karte immer besser kennenlernen kann. Erinnert mich dann auch wieder ein bisschen an Ark. In dem Spiel erinnert mich irgendwie viel an Ark. Und in Ark lernt man ja nachher dann auch die Insel oder dann jeweils die einzelnen Sachen immer besser kennen. Weiß, wo man hin muss, in welchen Ecken es gefährlich ist, wo man welche Dinos sich gut sammeln kann. Hüpp. So, jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen warten. Autsch! Oh, das war echt zu tief tatsächlich. So, aufteilen, aufteilen, aufteilen. Passt. 10 hier rein. 10 hier rein. Da rein. Sehr schön, Leute. Das läuft. Hier noch ins Haus rein, in unseren Schwitzbunker. Können wir uns auch nicht drinnen aufhalten mit zwei Feuerstellen. In dem kleinen Haus wird zu warm. So, ein 5 Stück haben wir noch. Die teilen wir auch nochmal auf bei den beiden großen Feuerstellen hier. 2 und 3. So, sehr schön. Das haben wir. Das hier rein. Das können wir wegfuttern. Das passt. Das aufgefüllt. Okay. Super, Leute. Wir müssen nur noch warten, bis das durchgebrutzelt ist hier. Es dauert ein paar Minuten. Aber auch nicht lange. Und dann gucken wir nochmal hier kurz. Das war... Wo jetzt können wir auch nicht mehr weiter. Auch wenn wir jetzt noch Fell hier reinschmeißen, wird es nicht mehr gezählt. Und wenn wir aber was rausnehmen, wird es wieder abgezogen. Das habt ihr, kam in den Kommentaren oder als Frage. Was passiert, wenn man was rausnimmt? Wird wieder abgezogen. Auch bis unter die Tatsache, dass, also bis zu hin, dass man das Missionsziel wieder nicht mehr geschafft hat, wenn man zu viel rausnimmt. Also das zählt da einfach dann wieder raus. Aber solange es da drin ist, verdirbt zumindest nicht, das reicht uns. Und das Fell und das Leder kann ja eh nicht verderben. So, gucken wir nochmal ganz kurz ein bisschen in den Technikbaum rein. Stöbern wir schon mal ein bisschen, auch wenn wir keine Punkte jetzt mehr haben.
Hier ist zum Beispiel auch ein Kühlbehälter, kam auch schon vor einiger Zeit von euch in die Kommentare rein, dass es hier schon Kühlbehälter gibt auf Rang 2. Allerdings muss man dafür eben ins Eisbiom, um den bedienen zu können. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Dann kann man hier Schnee reintun halt und dann kann man da auch schon so sich seine Sachen in der, ne, in der Basis frisch halten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, hier Kräuterkunde-Werkbank man könnte auch noch interessant sein. Wir werden wahrscheinlich dann doch noch viel mehr lernen als gedacht, wenn man hier tatsächlich so viele Punkte bekommt. So, und bei Rang 3 ist die Feldflasche noch erstmal super interessant, finde ich hier vorne. Und natürlich ein paar von den Rezepten noch, aber erstmal müssen wir das Glas machen dann dafür. Und hier ist der Luftentfeuchter, den ihr schon auch schon mal in den Kommentaren erwähnt habt, mit dem man sich Höhlen trockenlegen kann, weil dann kann man auch dauerhaft in der Höhle bleiben, ohne dass man die Gefahr hat, eine Lungenentzündung zu bekommen. Auch total. Oh, was ist das denn hier? Wie geil ist das denn? Fasern, Leder, Seil und Epoxid. Alles, was wir herstellen können. Leichte Tarnung. Wird an der Bearbeitungswerkbank hergestellt, so wie es aussieht. Oh, warum entdecke ich den jetzt erst? Den können wir auf jeden Fall bauen. Da gehen die nächsten Punkte auch rein. Weil Fasern, Seil und Epoxid können wir doch alles herstellen. Ist das cool. Das ist unsere nächste Rüstung, Leute. Jägerrüstung. Super. Und die geht ja so recht schnell, ne? Epoxid, Knochenmehl, Baumharz, Stöcke, Seile, Fasern. Brauchen wir nur eine einfache Werkbank. Gut, okay, man muss natürlich erstmal bis zur Bearbeitungswerkbank gekommen sein. Also so schnell geht es dann doch nicht. Aber das, wenn man die erstmal hat, dann schon. Wie gut. So, hier ist schon mehr als die Hälfte durchgebrutzelt. Geht. Kleines Momentchen. Was für eine coole Rüstung. Warum habe ich die jetzt erst entdeckt? Aber egal, super. Umso schöner, wenn man Sachen dann so überraschend entdeckt. Wir gucken nochmal, dass wir hier nochmal ein bisschen was sammeln. Soll ich nebenbei hier doch noch anfangen zu verdursten? Hier oben. Dann müssen wir immer noch zurückschaffen zu unserer Kapsel. Und da auf dem Weg gibt es dann wieder Bären. Hier oben sind wirklich gar keine unterwegs jetzt. Außer die hier, die Waldbären. Na du, jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Jetzt haben wir erstmal genug. Genießt mal ein bisschen den Sonnenuntergang. Guckt euch das mal gerade an hier. Wahnsinnig schön, ne? Super, super atmosphärisch. Ich freue mich schon so auch auf das nächste Schneebiom. Es wird ja in der nächsten Mission sein, dann da, wie das gemacht ist, wie da die Lichtstimmung ist in Eis und Schnee. Wenn da dann so ein Schneesturm durchpfeift. So, natürlich gut drauf vorbereiten. Da müssen wir alles mitnehmen, alle Bauteile, alles mitnehmen. Dass wir da gleich sofort was aufbauen können. Und natürlich eine Fellrüstung müssen wir haben. Für das müssen wir eine Fellrüstung haben. Und wir müssen dann aber im Laufe der Mission auch eine Jägerrüstung haben. Ganz eindeutig. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Zeit man auf der Eisbiom-Mission hat. Die wir da aussehen können, die Eis. Ich hoffe, es ist eine längere. Ich hoffe, sogar mehr als 7 Tage wäre super. So, das ist gleich durch. Und auch hier, wie gemütlich das aussieht mit unseren ganzen Feuern hier jetzt. Kann sich zwar nicht aufhalten hier, aber es ist gemütlich. Sieht gemütlich aus. So rum. Raus mit dir. 10, 20. So, Leute. Das kannst du behalten. Ist geschafft. Reicht. Rein damit. Im Moment reicht nicht. Wir haben jetzt 50, ne? Wir brauchen noch ein paar mehr. Jetzt reicht es auf jeden Fall. Und dann hebt die Kapsel ab. Können wir eigentlich mal jetzt hier kurz mal ohne Dings machen. Damit, ah ne, ohne geht gar nicht. Wir müssen erstmal gucken, was wir hier reinpacken. Aber dann, dass wir sehen, wie die Kapsel abhebt, so ein bisschen. Ist voll. Ganz schön geblendet.
Dachte, wir können ein bisschen mehr davon sehen. Aber gut, alles geschafft. Head back to the dropship. Ja, das haben wir sofort vor. Nur die Nacht hier noch verbringen. Ein Feuerchen dafür ausmachen. Komm mal raus hier. Deaktivieren. Das geht hier rüber. Wird dann unser Frühstückssnack. Das nehmen wir gleich mit. So. Ab ins Bett. Ah ja, nicht, Leute. Auf geht's. Oh, auf geht's mit dem Fuß ins Feuerchen. Es war knapp. Da hätte man laufen dürfen zum Wasser. Inventar hier rein. Okay. Markierung gesetzt. Und auf geht's. Hoffen, dass wir jetzt nicht von den Bären gefressen werden. Das wäre jetzt nicht so schön. Wobei, wäre auch nicht, ob jetzt ne, keine Katastrophe kommt, würden wir trotzdem einfach zurück zur Kapsel schaffen. Jetzt ist ja egal, bleibt sowieso alles zurück auf dem Planeten. Vielleicht würden wir sogar näher dran spawnen, dann aber dann hätten wir ein bisschen EP-Malus. Ich weiß gar nicht, ob der dann für die nächste Mission auch gilt. Ich glaube aber schon. Der ist an den Charakter gekoppelt erstmal, dass man den loswerden muss. Ah, herrlich, Leute. In den Sonnenaufgang geht's und dann zurück nach oben. Dann müssen wir mal gucken, wie viel wir noch schaffen jetzt, wenn ich so auf die Uhr gucke, vom Start in die nächste Folge. Aber zumindest ankommen möchte ich erstmal. Dass wir uns zumindest abwerfen lassen, gucken, ob wir direkt schon im Eisbiom starten, aber das glaube ich nicht, weil es wäre ein bisschen hart, da könnte man sich ja gar nichts aufbauen. Deswegen fängt man, denke ich, erstmal wieder normal an. Dann gucken wir, wo wir abgeworfen werden. Merken wir uns auch vor dem Abflug nochmal kurz unsere Felder hier. Dass wir gleich wissen, in welche Richtung wir laufen müssen, eventuell, um einen guten Spot zu finden, um auch die ersten Höhlen zu finden. Vielleicht nehmen wir sogar dieselbe große Höhle nochmal erstmal, wenn wir in der Nähe sind. Weil die ist gut, und außerdem sind ja auch viele Höhlen direkt rundherum. Wenn wir ein bisschen anders abgeworfen werden, vielleicht dann nehmen wir die große Höhle, von der wir dachten, dass sie Richtung Wüstenbiom geht. Nadel. Lassen wir jetzt tatsächlich liegen. Wir laufen einfach weiter. Ich will jetzt zurück. Ich bin gespannt, was wir uns kaufen. Ich glaube aber ein Anzug. Ein Anzug ist eine gute Sache. Bei den Jägerrüstung hat er auch schon echt gute Boni. Aber egal, trotzdem, ein Startanzug ist immer nicht verkehrt, würde ich sagen. Vor allem, weil wir den ja dauerhaft behalten. Der ist der ist so richtig dauerhaft. Herrlich. So, vorsichtig hier runter, ohne sich die Haxen jetzt noch zu brechen. Im finalen Weg zur Kapsel. Hopp, hopp. Wölfe sind nicht so schlimm, jault ihr ruhig. Das macht nichts. Wie weit ist es noch? Kleine Ecke noch hier rum. Aber es ist sich auch ein doch recht guter Auftrag, wenn man das so nimmt, ne? Weil es ist zwar so ein bisschen halt jetzt sammeln und warten und farmen und, aber es ist jetzt nichts, also kein super schwieriger Auftrag, wo man mit irgendwelchen, wo man jetzt wie beim, da war das Scannen ja ein bisschen schwieriger, wo man dann da an den einzelnen Scan-Orten angegriffen wurde. Ich meine, die rennen zwar auch jede Menge Bären rum, aber die rennen immer rum. Kann man ja versuchen, einigermaßen auszuweichen. Ansonsten ist aber, glaube ich, ein recht guter Auftrag schon für 250 Credits, ne? Vor allem, wenn man überlegt, dass man jetzt, wenn man das nochmal machen würde, auch natürlich wüsste schon, was man genau machen muss. Und worauf man schnell setzen muss. Was man den dann wahrscheinlich auch deutlich schneller schaffen könnte für 250 lohnenswerte Credits. Mal gucken, ob wir im Laufe der ganzen Staffel und Season das mal so machen, dass ich vielleicht dann auch wirklich mal einen ganzen Auftrag offscreen schnell mache. Einen von denen, die wir schon kennen, um uns die Kasse aufzufüllen einfach. Aber mal sehen, bis jetzt läuft ja so auch ganz gut.
So, eigentlich müssten wir jetzt auch schon fast da sein. Ja, kleines Stück noch hier durch die Schlucht, dann sind wir da. Aber hier flitzt natürlich auch nochmal gerne Bären rum. Entschuldigung, Leute, ich lausche gerade sehr angespannt. Weil hier waren öfter Bären unterwegs. Also jedenfalls in den anderen, also in der letzten Mission halt, als wir hier in der Region waren, war das hier genau die Bärenecke. Ich höre auch was. Jetzt kommen wir da nicht rauf. Jetzt müssen wir unten durch. Irgendwas kommt da oben auch. Ist ein Wolf, alles klar. Kein Bär. Dich lassen wir komplett in Frieden. Hopp. Wir kommen da nicht rauf. Ich will aber hier oben rauf. So. Da vorne muss ich eigentlich wissen, was wir schon sehen können. Kapsel, wo bist du? Und hier war auch Bärenecke. Alles Bärenecke hier jetzt. Lauf, 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 lauf. Hier muss. Da ist er doch. Ich muss sagen, ich muss doch genau hier sein. Da ist er doch auch. Geschafft, Leute. Geschafft, geschafft, geschafft. Jetzt kann ich so schief gehen. Ran hier. Zurück zur Station. Ja, Abfahrt. Ah, Leute, geschafft. 250 Credits verdient. Farming und Hunting Stockpile. Super. Mission abgeschlossen. Weiter geht's. Wir haben auch hier wieder viel. Da haben wir noch nicht wirklich reingeguckt, ne? Aber da haben wir auch schon wieder einiges gesammelt. Aber vor allem die 52 Credits. Müssen wir jetzt nur noch abholen. Da sind wir. Level 26. Wie gut. Ja, wir wollen hier wieder auf die Station. Und wir wollen genau. Ah, es gibt jetzt automatisch hier schon Belohnung beanspruchen. Aber absolut. Sehr cool. Ja, die Nachricht können wir dann jetzt löschen, ne? Okay. 275 Credits. Ab in die Werkstatt. Wir gucken uns um. So, hier hinten kam der nächst bessere Anzug. Der kostet schon. Insgesamt 150, also wären plus 5 physischer Widerstand. Nochmal ein Anzugslot-Modul, ein Sauerstoffslot, ein Wasser. Das ist da, wo wir die Wasserverstärkung noch reinpacken können. Das wäre natürlich schon cool. Was kostet so ein Messer hier? 150 Ertrag sogar durch Häuten. Das ist ja schlechter als unser. Okay, geht's aber weiter dann. Mit noch deutlich besseren Messern. Oder ob die hier vielleicht gleich zum Beispiel die besseren Erze abbauen kann, dann wäre sie interessant. Und die hier über. Vor allem müssen die ja nicht bauen, wir müssen sie erstmal nur erforschen, ne? Um die nächsten zu kriegen. Wo ist hier der Unterschied eigentlich? 40, 38 bis 40. 38 für 60, 125. Aha, 15, das ist Unterschied. 60 Abbauradius haben sie beide und dann 125 Ertrag. Das auch. Und dann kommt hier plus 30 Verschleiß von Spitzhacken. Okay. Plus 15% Ausdauerverbrauch von. Wieso hätten das den Verbrauch? Plus 10 Ertrag. Auch nicht so interessant, würde ich sagen. Dann eher Waffen. So von Anfang an gleich eine richtig gute Waffe dabei. Gibt es eigentlich einen Bogen hier? Dittittim. Hier. Kommen wir noch nicht ran. Da müssen wir über die Anzüge gehen, um da ranzukommen. Okay, Leute, dann holen wir uns wirklich erstmal einen Anzug. Forschungspunkte. Kostet 100. Damit haben wir ihn. Erforscht. Was ist der Unterschied? Was haben wir hier noch für einen?
Mach das gleiche wie der. Okay, was bist du? Aktiviert schnelleres Bewegung. Aktiviert schnellere Bewegung. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht er. So, was machst du? Zwei Slots. Fünf, also mehr Widerstand nicht, aber da, so kommt man nur an den Bogen. Okay, ich würde sagen, wir holen uns den aber auch für 50 Punkte. Dann nehmen wir noch 125 über. Das ist schon gut, weil jetzt haben wir ihn jetzt nur erforscht. Wir müssen ihn auch noch einmal bestellen für 50. Jetzt haben wir ihn in unserer Ausrüstung. Da ist er. Dann kommst. Achso, die können wir einfach drüber schmeißen. Dafür fliegt er jetzt hier raus. Sehr schön. Jetzt sehen wir auch, dass wir den haben. Ein Anzugslot, ein Sauerstoffslot, ein Wasserslot. Cool. Okay, Lieben, dann geht's rüber. Neues Schürfgebiet. Wir wissen ja, wo wir hinwollen. Hatten wir gesagt, es gab eine Mission, die jetzt hier Eis war. Ne? Das war die hier. Zwei Totenschädel. 6 Stunden. Also 7 Tage hat man nicht 6 Stunden. 7 Tage ist wieder eine 1-Woche-Mission. Die nehmen wir. Ich glaube, er redet auch weiter, wenn man startet, ne? Klingt also ähnlich wie die Scanner-Mission, würde ich sagen. Da flackert so ein bisschen irgendwas rum. Das ist das. Naja, die andere Mission hat mehr gebracht. 125 kriegen wir hierfür jetzt, ne? Okay, runter geht's. Und ab in die nächste Mission. Ich bin gespannt mit unserem neuen Anzug. Wo wir dann jetzt auch eine Wasserflasche mittransportieren können, dass wir die nicht mehr im Inventar einzeln haben müssen. Jetzt mal gucken, wo wir waren. Jetzt habe ich doch vorher nicht mehr auf die Quadrate geguckt, wo wir waren. Aber wir waren irgendwie bei H11 in der Schlucht, in dem Bereich. Das finden wir schon. Falls wir da in der Nähe nochmal abgesetzt sind, finden wir schon die Höhlen wieder, die wir brauchen. Und wenn nicht, ist auch egal. Ich freue mich. Auch jetzt wieder von vorne anfangen. Erstmal wieder in der Höhle wohnen. Ganz einfach erstmal wieder. Das macht Spaß. Und das machen wir in anderen Survival-Spielen ja auch oft, wenn wir eine Basis irgendwo haben, dass wir dann weiterziehen und woanders was aufbauen. Gucken wir schon mal, wo kommen wir runter? Ja, ein bisschen weiter weg, als wo wir vorher waren. Ist ein anderer Canyon. Ja. Kennen wir uns hier noch nicht so aus, würde ich sagen. D11. Oder ist das O? Ne, ist O. Hier waren wir noch nicht in der Ecke, würde ich fast behaupten. Nee. Okay, finde ich noch besser fast. Ah, es geht los. Wir sind da. Erste Schritte wieder. Lassen wir erstmal stehen, die Berries. Wir haben ja Wasser hier. Okay, ist wirklich so ähnlich wie die Scan-Mission. Mit ein, zwei Schritten mehr. Bin schon dabei. Mit ein, zwei Schritten mehr. Wir müssen erst irgendwie, also auf jeden Fall müssen wir auch wieder was einsammeln, den Scanner hier fürs Aufnehmen von Sturmdaten im Eisbiom. Wir müssen ihn auch anscheinend während eines Sturms direkt aufstellen. Ist schon mal super. Vorher müssen wir dann erstmal zusammenbauen. Reparieren, die Bestandteile organisieren. So mit einem Schritt mehr so ein bisschen. Aber schon mal gut. Wie gesagt, wir fangen erstmal an. Das ist ja allen Missionen gleich erstmal ankommen hier. Und ruhig gleich fleißig sammeln. Wo wir gleich ein bisschen was bauen können. Guck, hier in der Ecke sieht auch schon sehr nach Höhlensystemen aus. Vielleicht finden wir auch schon gleich unsere erste Starthöhle, wo wir die Mission hier erstmal anfangen, uns aufzubauen. So, noch ein paar mehr Steine wären super. Stöcke noch ein paar. Hier fliegen noch ein paar lose Steine rum. Zack, zack, zack. Super, damit dürfen wir erstmal alles haben. Um uns erstmal eine Spitzhacke herzustellen.
Eine Axt. Den einfachen Bogen. Steinmesserchen. Fellrüstung. Faserrüstung. Einmal die komplette Montur. Pfeile, 12 Stück. So weit, so gut. Habe ich zweimal das gleiche hergestellt. Oh, ich habe zweimal die, guck mal her, zerstören. Kommen wir wie ein paar Fasern wieder raus. Die brauchen wir doch noch hier. Nee, die, was habe ich denn vergessen? Die Dinger hier, da habe ich drüber weggeflogen. Das sind die Beinschienen. So, okay, volle Rüstung. Innerhalb von wenigen Sekunden. Und schon mal eine Axt, Messer, Pfeil und Bogen. Anfang haben wir. Jetzt brauchen wir gleich noch ein paar, auf jeden Fall ein paar mehr Pfeile noch als 12. Da können wir auch schon anfangen zu jagen. Oh, hau drauf. Oh, wir sind abends angekommen. 16 Uhr schon gleich. 17 Uhr schon gleich. Ja, dann werden wir wohl die erste Nacht erstmal einfach nur am Lagerfeuer verbringen irgendwo. Tatsächlich. So wie es aussieht. Mal gucken, ob hier irgendwo ein Höhlensystem schon anfängt. Hier sieht es auch sehr verdächtig aus. Und hier oben an der Seite auch. Das ist doch eine Ecke, wo wir schon mal waren. Und dann ist da oben drauf die Höhleneingang. Nee, nee, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Nee, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht in der Ecke. Finde ich super. Mal gucken, aber ob wir hier trotzdem irgendwo eine Höhle haben. Das wäre schon mal gar nicht schlecht zum Start, wirklich. Das, so müsste es auch anfangen, dass wir auch gleich an die Erze kommen. Dass wir, wie gesagt, gar nicht erst irgendwas anderes machen, als uns sofort ein Steinhaus irgendwo aufzustellen. So, Oxid brauchen wir auf jeden Fall. Rein damit. Ist das. Und stellen nochmal gleich ein paar mehr. Ja, so viel brauchen wir dann doch nicht. 30 sollten reichen, bis danach sollten wir, oder 25, danach sind wir dann eh wahrscheinlich schon relativ schnell bei Knochenpfeilen. So. Das sieht ja alles so nach Höhle aus. Große Höhle auch noch und schon offen. Was wollen wir mehr? Da vorne ist unsere Kapsel, Wasser ist nicht weit weg. Perfekter erstmal, perfekter erster Startspot. Perfekter erster Spot, Leute. Ist auch einfach wiederzufinden. Hier einfach P11, genau hier in der Ecke drin. Brauchen wir nichts markieren. Super, hier setzen wir unser erstes Lagerfeuer. Auf jeden Fall rein. Da ist schon ein Würmchen. Der ist auch schon wieder weg. Ich soll gleich eine Fackel bauen. Zumindest schon mal einen ersten kleinen Blick hier rein riskieren können. Unsere Pfeile wiederholen. Da haben wir schon mal jede Menge Eisen. Eisen, Gold, Kupfer da hinten an der Seite, würde ich sagen. Super, Leute. Perfekter Startspot. Besser geht's gar nicht. Hier ist schon ein Höhlendach drüber. Das zählt also schon. Feuerchen schon mal rein. Ich höre eine Gemse. Wir brauchen noch ein bisschen was zu essen noch. Und auch Leder und Fell, damit wir unseren Schlafsack bauen können und das hier auch als Spawnpunkt gleich haben. Da läuft sie. Ich habe noch eine gehört. Irgendwo muss noch eine sein. Da. Hoffentlich finden wir jetzt beide wieder. Hier einen liegt genau hier vorne. Hoffe ich doch. Da liegt sie. Hirsch ist auch noch unterwegs. Irgendwas anderes ist noch unterwegs. Vielleicht ein Wolf. Hört sich so an.
Nee, das war die andere Gemse. So, Gepär, Knochen, super. Und die ist irgendwo hier umgefallen. Wassermelone nehmen wir auch nochmal mit. Da liegt sie. Sehr schön. Das Wichtigste am Anfang ist auf jeden Fall auch einen Schlafsack haben zu können. Auch gleich da spawnen können. Die Höhle zählt ja auch so als Schutz. Er hat uns gesehen. Oder gehört. Bisschen Oxid noch oben drauf hier. Da, großer Hirsch. Nein, 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 ganz ruhig. Ah, zu spät, zu langsam, zu hektisch. Auf den Bogen nicht geschafft zu wechseln. Da. Wir werden so schnell ein Steinhaus haben. Und wir können ja auch die Werkbänke reinstellen, Schmelzofen, alles kommt in die Höhle. Können wir hier auch das schon fast aufbauen, dann eine Werkbank relativ schnell. Brauche ja auch nur Holz und Stein, so kommst du nochmal zurück. Nee, kommt er nicht. Da kommt noch einer. Gämse! Und vielleicht probieren wir dann auch mal unsere einfache Kochstelle aus und machen hier mal, weil hier schon wieder was wächst, so ein bisschen Tee und sowas auch mal. Alles nur zum Testen. Packen wir in unsere Feldflasche. Thermoskanne gibt es da sogar auch noch. Eine Thermosflasche, vielleicht können wir die sogar noch brauchen. Aber wie gesagt, erstmal ganz in Ruhe ankommen, aufbauen. Wir haben wieder eine ganze Woche Zeit. Ich denke, das sollte passen. Ich werde auch ein bisschen was Osku natürlich hier vorbereiten von unserem Aufbau. Das haben wir ja alles schon gemacht ein paar Mal. Einfaches Ressourcen sammeln, Holz und Steine vorbereiten und so weiter, dass wir dann schon mal anfangen können, in den nächsten Folgen auch die Höhlen dann zu erkunden. So, jetzt haben wir dich. Oh nein, da war noch Bambi dabei. Ja, na gut, hilft nichts. Oh, vorbei an Bambi. Da. Erwischt. Müsste schon reichen jetzt für den Schlafsack. Skrupellos. Ja, das kann man tatsächlich jetzt so sagen. Es tut mir auch leid. Und wir können es ja auch dann alleine nicht. Und wenn wir, ne, wir müssen die. Das ist ja dann quasi nur Gnade. Es würde ja eh alleine ganz schnell vom Wolf gerissen werden. Ohne das Muttertier. So. Okay, Lieben, zurück zu unserer kleinen ersten Höhle hier. Schlafsack rein. Mal gucken, wahrscheinlich ist der Wurm erstmal wieder da. Zum Beispiel jetzt jedes Mal verjagen hier. Na? Ja, da ist er schon wieder. So, jetzt schießen. Gerade noch rechtzeitig. Ich gebe jetzt unsere Pfeile wieder. Oh, wir brauchen noch eben noch mal einen Baum müssen wir noch mal fällen. Hier auch schnell. Also ein bisschen Feuerholz haben, vernünftiges. Und dann müssen wir auch zum Ende dieser Folge kommen. Sehe ich gerade, wenn ich so auf die Uhr gucke. Eigentlich sollte die Folge ein bisschen kürzer werden, weil ich mit der Aufnahme ein bisschen später dran wäre. Jetzt kommt sie wahrscheinlich mit einiger Verspätung raus, befürchte ich einfach mal. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, ihr Lieben. Es ist ja auch unsere Freitags-Wochenendfolge. Deswegen hoffe ich, dass es nicht ganz so schlimm ist, wenn die dann etwas später am Abend rauskommt, wahrscheinlich erst. Dafür haben wir wieder einiges geschafft und sind schon dabei, unsere nächste Mission hier gut vorzubereiten. Und ich freue mich so auf das Eisbiom, da einen ersten Blick reinzuwerfen. Und dass wir jetzt hier auch schon Superstar, Startspot schon wieder gefunden haben, freut mich auch einfach wahnsinnig. So, du wirst gefuttert. Da haben wir schon wieder ordentlich, ordentlich Glück gehabt. Freut mich wirklich, wirklich richtig. Weil so können wir dann auch relativ schnell da sein, wo wir vorher waren. So, das heben wir mal auf hier. Pfeile packe ich erstmal wieder hier unten rein. Müssen wir ja nicht, aber die können ja erstmal sein. So, wie, wo ist das ganze Fell hin? Wir haben nur drei Fell bekommen. Okay, so viel dazu. Zum Schlafsack. Der braucht, glaube ich, ein bisschen mehr als drei Fell. Wo ist er denn? Da. Ja, so 20. Leider müssen wir noch ein paar mehr Tiere jagen. Und am besten gleich mal aufs Knochenmesser umsteigen. Da kriegen wir auch schon mal mehr Ertrag raus. Hätten wir eigentlich sofort machen sollen, sobald wir die ersten Knochen hatten. So. Weg mit dem Messer. Das passt, das sieht soweit gut aus. Okay. Erster Abend erstmal in der Höhle. Auch ohne Schlaf jetzt hier nicht so viel drinnen stehen. Vielleicht ein bisschen mehr hier stehen. Das war die Lunge jetzt nur so. Hier können wir stehen.
Halt, nee, hier können wir stehen bleiben. Solange kein Unwetter kommt, zu kalt dürft es nicht werden. Zwischendurch können wir auch immer ans Feuer gehen. Das passt so. Okay, Lieben, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde mich doch riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zu gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich aber am meisten freuen. Sonst bleibt mir zu sagen, wie immer, lieben Stockfinster hier, ne? Bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.